Okay, einmal kurz noch Ruhe bitte. Kurz die UiO-Spieler noch kurz zuhören. Also, wir haben heute 98 Teilnehmer bei WTQ. Wunderschön stattliche Zahl. Ablauf ganz normal, Rundenzeiten, Judges, kennt ihr euch eigentlich aus. Wer hat heute das erste Mal das Turnier, dass er irgendwo ein größeres Turnier mal mitspielt? Okay. Ihr habt vor euch oder an eurem Tisch einen sogenannten Ergebniszettel gekriegt. Zu Beginn jeder Runde überprüft ihr, ob sowohl euer Name als auch der, der euch gegenüber sitzt, vom Namen her der richtige ist. Ja? Wenn nichts, spielt ihr möglicherweise am falschen Tisch. Wer gegen den falschen Gegner spielt, handelt sich eine Niederlage ein. Es gibt zwei Niederlagen an dem Tisch. Wäre unschön, also bitte überprüft das ordentlich. Ihr tragt auf dem Zettel ein, wer gewonnen hat, vorne, und beide unterschreiben auf dem Zettel. Wer blanko unterschreibt und der Gegner hat zwar verloren, macht aber dann den Haken bei sich als Sieg, ihr habt es unterschrieben. Das heißt, erst das Ergebnis eintragen, dann unterschreiben. Solltet ihr aus Versehen an der falschen Stelle einen Haken gesetzt haben, ruft ihr einen Judge, das ist einmal der Rui und der Christian, der ist momentan drüben mit der Ansage. Die werden euch dann die Natur geben, damit ihr safe seid, weil Ergebniszettel, auf denen Änderungen drauf sind, kann ich auch so nicht akzeptieren. Der Ergebniszettel wird, nachdem er ausgefüllt ist, unverzüglich vorne, da wo ihr euch angemeldet habt, in eine Box geworfen. Nicht ewig mit euch rumgetragen, dass wir dann danach suchen müssen. Gut. Sind sonst noch Fragen? Runde ist ab 35 frei gemacht. Runde ist frei gegeben. Patrick! Erste Runde so? Erste Runde gewonnen. Hier seht ihr mein Ergebniszettel. Gegen Necros habe ich gespielt. Easy 2-0 geklatscht. Lebt das Deck noch oder eher nicht? Naja, nicht. Naja, nicht mal Trischel rausgekommen. Okay, traurig. Meine Chance. Ich rasiere heute noch. Jo. Sogar kennen können. Das Special der Bubbleman. Ich denke mir so, okay, ich überlebe noch mit Trickclone, mach den Maskenwechsel und geht auf Acid. Dann frage ich ihn noch so, ist das Muss-Effekt? So, nee, glaubt er nicht, ich gehe so durch, aber Muss-Effekt. Er muss meine Iron Ball wegschießen. Kann mich nicht killen. Ja. Ich ziehe, dann halt Banish, Cyclone für seine Emptiness, Banish, Juggler mit den Head-Trigger und gehe dann auf Ding.
Normal Goblin, ich hatte nur mit Specials. Und 100 Life. 100 Life noch. Normal Goblin Berg, Special Felis, gehe auf Scarlight Dragon. Effekt schießt halt im Monster, kriegt 1000 Damage an mit 3000 Okay, der ist recht gut. Nur weil er Acid gemacht hat. 2-1, Digga. Du auch, oder? Ja. Leider nur gegen der A mit, ich habe alles gewonnen, verloren. Aber ansonsten läuft schon. Minerva macht das so. Hallo, wem stehst du? Respekt, Digga. Respekt. Deckbefall, oder? Deckbefall heute, gell? Wenn es gut läuft, dann. Ja. Nein, ja, jetzt ist schon. 3-0 bisher schon zu krass für Blackwing. Gegen was hast du alles gespielt? Letztes Mal auch 3-0. Gegen was hast du alles gespielt? Erste Runde, was war das? Dieses eine da. Pepe. Oder nein, Pepe war das. Magician. Great, dieses, was du gespielt hast. Cosmo. Nein, nein, das davor. Burning Abyss. Burning Abyss. Genau, okay. Burning Abyss. Dann war Vujin. Okay. Vujin, echt krass. Dann war jetzt Pepe. Pepe mit Madolche. Pepe mit Madolche? Der stand der 2-0 davor. Deckprofile müssen wir uns holen. Du musst uns mal zeigen, was das ist. Wir brauchen ein Deckprofile von dem. Läuft das Deck von ihm? Angepitzt, weiß ich, aber jetzt dann. Aber läuft das Deck von ihm? Aber der Deck läuft echt krass. Ich glaube, alles schaut immer. Wo ist denn Chong eigentlich? Spielt nur. Ich brauche eine Satella-Frage. Hey Jungs, wenn ich auf den Ding, wenn ich auf den Effekt von, wenn ich den Effekt auf Altair Warning mache, und er dann mit Call im selben Schub als der holt, kann er den Effekt aktivieren. Jo. Oh mein Gott, also was? Kann das nicht aktivieren? Du kannst auch eine Schadolfusion nochmal aktivieren, wenn du Warning. Das glaube ich nicht. Doch, das geht. Das geht, ja? Ja, das geht. Echt, wenn du Warning auf Altair machst und er macht vor drauf, kann er machen, weil der Effekt und die Aktivierung wurde negiert. Er hat ihn ja nicht aktiviert. Ja. Deswegen kannst du auch, wenn Synchro oder Exceed Warning kassiert hat, kannst du ihn nicht holen, weil er wurde ja niemals beschworen. Okay. Tja. Die Competitive Corner ist bei mir. Dreimal Link verloren. Dreimal seit nee, ein, zwei Mann. Er spielt dreimal gegen Satello. Ich spiel dreimal gegen Satello. Ich wollte zum Bäcker fahren, der Rot. Typico. Machen wir es. Ich gebe es los. Ja, Hunger habe ich schon, dann Kaffee und was essen. Und Smithon. Habt ihr schon mal überlegt? Nein. Wem gehört die Hand, die bei Cosmojo Fungal packt? Mit den ganzen Knöpfen und so weiter. Es gibt kein Monster, was das bisher hat. Die Hand gehört Dingmann. Darth Vader, Alter. Das wird noch kommen. Ja, natürlich wird Darth Vader. Also, Yoda kommt auch noch. Ich sag euch drei Karten, die 100% noch kommen werden. Darth Vader? Yoda, Darth Vader und der Todesstern, Mann. Aber und Chewbacca. Hey, warte. Oh mein Gott, Mann. Der Todesstern, Mann, ja. Hey, der Todesstern ist unser Neuner, oder nicht? Nein. Der sieht aus wie ein Stern. Wir müssen auch noch hier von Ding, von Alice im Wunderland, müssen sie noch die Gruppe fertig bekommen. Die haben da jetzt einen Löwen gehabt. Ja. Stimmt auch noch. Der Löwe und Chewbacca zusammen. Chewbacca. Das ist mit Löwen und Chewbacca Mischung. Oh mein Gott. Richtig geil. Und dann kommt Yoda auch noch, Mann. Die Löwe-Chewbacca-Mischung wird kommen. Ja, Yoda und Darth Vader kommt, weil das ist der auf Cosmojo hier fangen will. Natürlich. Oh mein Gott, das ist so krass, Mann. Darth Vader hat übel, Leute. Es ist nicht Dark Wicked Witch, die hier so Zeug hat. Die hat da nichts, ne? Wicked Witch ist Darth Maul. Ja, aber du siehst es ja an dem Arm bei Cosmojo. Da sind ja lauter so Knöpfe und so Zeug. Nee, ich glaube nicht. Das mit den Knöpfen ist Darth Vader, weil der ist die einzige Maschine, oder? Ja. Also außerdem. Alter, mit Darth Vader Maschine, das wäre geil. Ja, eigentlich ist er eine halbe Maschine, Alter. Ja, eben, deswegen ja. Digga, das ist zu krass, Mann. Stell dir vor. Und Todesstern mit Level 10. Hey, Todesstern ist schon raus, Mann. Das kommt bei Level 9 an. Das sieht aus wie ein Stern. Nein. Na klar. Das sind Sternenzerstörer. Hast du nie Star Wars gesehen? Mann. Was war in deiner Kindheit los? Hä? Ja, ich hab die ersten drei Teile gar nicht gesehen. Was? Also die alten drei hab ich gar nicht gesehen. Ich bin erst schon hier und dann... Ja, eilig, geh aber nicht rein. Ja, schau dir. Sehr gut. Genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Was für Zufall? Das ist wahrscheinlich so schlecht, dass er unentschieden spielt. Ja, hast du jetzt gesagt, dass ihr auch nicht? Ich würde das einfach geben.
Was geht ab, Jungs, Mann? Wie viele Sekunden war das? Das war jetzt die fünfte Runde. Wie stehst du? Steht 4-1. Was hast du gespielt? Gegen was? Ja. Erste Runde? Nein, jetzt dann. Ah, diese Runde. Jetzt diese Runde habe ich gespielt gegen Pendulum Magicians. Wie findest du das Deck? Wie war das Duell so? Ich finde das Deck an sich ist gut, weil die auch viele Optionen haben. Was ich aber in dem Deck krass finde, dieser eine, ich weiß nicht, wie der heißt, Alien oder dieses Mist Valley Falcon. Ja, er ist böse krass, der geht alles. Ja, wenn er sich selber auf die Hand zurückschickt, so richtig krass. Und die vergeben die meisten ein bis zwei pro Runde, können dann immer wieder pendeln mit dem. Krasse Karte, aber also ansonsten, man hat schon Chancen dagegen. Heute, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Heute mit einer neuen Folge TPT React. Mit den Spezialgästen, die Leitenden von Team Gagnogog. Wie geht's euch? Passt schon, oder? Die Leute trainieren. Ja, super. Sehr gut. Okay, fangen wir an. Erste Karte, Cosmo. Jim-Chan, keine Ahnung. R2-D2. Hin, was? E2-D2. Ja, R2-D2-Style. Sag mal, was für ein Effekt. Geil, ich lese einen Effekt, was man ist. Was? Wer gewinnt, Monir? Boah, eigentlich müsste ich meine Teamkollegen stimmen, aber Tati ist mein Landsmann, also. Und Landsmann überwiegt einfach, deswegen Tati muss ihn rasieren. Vor allem, so wie er dich immer behandelt. Das ist unmöglich, Alter, ey. Voll das Glaubentreiber, ey. Ja, weil jedes Mal, oder tut's das mit dem Zwischen, ey. Ich weiß schon. Schau, wie er da sitzt. Er macht immer einen auf unschuldig. Ja, Mann. Oh mein Gott, Mann! Oh mein Gott, Alter, wo ich mit Tati? Feuer, Tati! Du bist schon geklappt, oder was? Klatsche! Oh mein Gott! 6! 4, 6, 9, Justice, Körper nicht! Weil der Leiter! Wie war euer Duell? Richtig geil, das spannend, das Spiel war weit spannend. Erstes Game, ich gewinne durch Honest, er war nicht zu sicher, greift meinen Vorrunner an mit Destroyer. Ich bin Honest, er hat nur geschaut, genau. Zweites Game gewinnt er, solide, sehr gut gespielt. Display von mir, aber er hätte trotzdem gewonnen, er war im Vorteil. Dieses Game habe ich gut gespielt, habe ich ihn rausgeholt und er konnte nichts mehr machen. Ich konnte halt durch Timeframe, Space-Tap-Hole dann den entscheidenden Move machen, ihn dann zu killen, oder? Richtig geil, Mann. Ich hab's schon gelobt, dass er teils ein bisschen zu viel umspielen will, aber wir haben ein Tipps und Tricks-Video, wie man das umspielt. Ich weiß, aber es geht nicht im Moment nicht. Das war das Problem. Ich hab den Piloten erst nachgezogen, der zweite Rekord. Ja, aber da war es einfach zu spät, Mann. Und ich sag euch, Honest, ist wieder momentan richtig geil. Meine Karte für heute, oder? Allein nur wegen Dennis, oder? Ungeschlagen. Ja, können wir mal schneller machen hier. Hast du immer was raus? Hey, du hast das nicht. Ich hab drei Schuss. Zwei! Fabian Finger! Wer ist das? Settler spielen. Ich hab was. Ich hab den nicht. Danke, Steuer. Danke, Steuer. Neuer Satellaking. Ich bin verloren, Alter.
Vom Turnier. Was laberst du? Ich bin genauso gut gegangen wie du. Nein, ich bin von der Platzierung her besser, also ja, als Mauser. Oh, Alter, was du welcher Platz? Ja, genau. Hey, Bargisch, was mit dir passiert? Ja? Echt? Ich war heute trainieren. Ich habe verschlafen, es war 7:15. Dann dachte ich, ich schlafe noch ein bisschen, auf einmal war es 11. Deswegen leiden ohne Ende, Alter. Aber echt extra leiden noch, weil du heute umsonst hättest mitspielen können. Ja, ja Mann. Ich? Team darf umsonst mitspielen, oder? Ja. Auf jeden Fall, dank Funtainment, Funtainment München. Schaut zu wollen. War richtig geiles Turnier heute. Knapp 100 Leute. Ja, Mann, endlich mal wieder. Endlich mal wieder. So wie früher immer. Ja, Mann, war richtig cool. War aber zwei Räume bekommen diesmal. Ja, es war zwar auch laut und so, aber trotzdem geil. Ja, wie morgen FFB. Nach einer schweren Anfangsphase bei mir, ja, ist trotzdem gut gelaufen. Er kam von unten nach oben wie ein Uppercut. Aber war ganz okay. Ich habe jetzt die EM-Quali, ja. Und schauen wir mal, wo die ist dieses Jahr oder nächstes Jahr. Hey, DM ist ich Hammer. DM ist Januar, gell? EM. 6. Januar. Quali, ich kann eh nicht mitfahren. Was DM? DM 9. Januar. Nein, immer Mai, Mann. Nein, wurde bekannt gegeben gestern. Was für 6. Januar? Nee, hab ich so gelesen. Wo denn? Im Januar. DM. Wo denn? Deutsch, Deutsch, Deutsch. Ja? Wo war ich denn jetzt? Auf jeden Fall, vielen Dank für das Turnier, FD. Ja, vielen Dank an das Team, war echt cool, Leute. Wir haben sogar extra länger aufgehabt, weil wir noch eine Runde spielen mussten, weil wir so viele waren. Ja, Mann. Macht's weiter so. Schaut vorbei. Cooles Turnier, Mann. Und ich hoffe, hat euch auch gefallen, so ein bisschen die Einblicke bei uns. Und kommt mal auch auf ein Turnier. Ja? Ob es jetzt FT ist oder vielleicht FFP oder was weiß ich wo. Oder TCG Warehouse. Ja, Mann. Schaut da dann. Zombie Zocke. Genau. Geht zu ihm. Vielleicht macht er auch Originals, bestimmt mit Sicherheit. Ja. Geht's dahin, spielt zu mir, der gewinnt. Habt Spaß, Yu-Gi-Oh! Ist geil, Mann. Und leidet's nicht, Leute. Ja, servus, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren und checkt unsere Sponsoren ab. Unten sind die Links schön alle verteilt. Und checkt unsere Facebook-Seite ab und leidet's nicht, Leute.